Sophia. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im dritten Semester an der Hochschule Essling. Heute nehme ich euch mit und zeige euch meinen Studienalltag am Campus Göpping. Kommt mit! Denn ihr fragt euch sicher, worum geht's da eigentlich? Michael, worum geht's da eigentlich? Dass wieder Partys sind und man einfach wieder sein Studentenleben ein bisschen genießen kann. What the fuck goes party? Am Donnerstag, den 4. Mai, veranstalten wir von der Fakultät Wirtschaft und Technik zusammen mit dem VW eine Studi-Party. Komm, ich zeig's dir. Da, guck sie doch an, das ist doch voll. Wenn Sie schon wissen, was ein kryptografischer Hash ist, dann ist es nicht so schwer, Blockchains zu verstehen. Das ist die Technik, die zum Beispiel dem Bitcoin zugrunde liegt. Was man mit Bitcoin kaufen kann, ist eine andere Frage. Im Darknet ist es sicherlich Drogen und Waffen, im echten Leben weniger. Dieses Projekt ist Metaverse. Wir haben hier ein System aufgebaut, was mit einer Kamera auf die Straße gerichtet ist. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Abschlusspräsentation im mechatronischen Projekt. Ja, hallo. Prozessmanagement, was kann man darunter verstehen oder wann braucht man das im Unternehmen? Von Gegenständen, Prozessen im täglichen Leben, also das Internet der Dinge. Die Fakultät Wirtschaft und Technik bekommt nun Verstärkung in der Lehre. Asimo heißt der neue Kollege. Es geht um Korruption, Steuerhinterziehung, Diskriminierung, Geldwäsche, Risikomanagement. Was sind die neuen Trends? Was passiert in der Produktion in Richtung Digitalisierung? Smartender, der Cocktailmixer, der via Web-App bedienbar ist. Die Apparatur, wenn die dann läuft, dann wird quasi sozusagen die Challenge gemacht und da wird spannend. Hi, ich bin Helen. Hi, ich bin Lena. Hi, ich bin Chiara. Ich bin Christian. Hey, ich bin Xenia. Servus, ich bin Kai. Um das Legenest einem Testlauf unterziehen zu können, hatten wir die Möglichkeit, auf dem Hühnerhof eines Projektmitglieds einen kleinen Testhühnerstall aufzubauen. Übrigens, überall, wo es laut werden könnte, den Lärmschutz nicht vergessen. Sie haben sich schon mal gefragt, ob Sie nicht mit Ihrer Geschäftsidee sich während des Studiums oder direkt nach dem Studium selbstständig machen wollen? Ein Startup gründen? Du bist hier mit deinem Unternehmen und ihr habt einen Stand und ich würde dich mal kurz bitten, dich kurz vorzustellen. Ich freue mich auf Sie und bin gespannt auf Ihre Planungen fürs Auslandssemester. Man kommt immer wieder in irgendwelche Gespräche rein, man nimmt da internationale Bekanntschaften mit, man kann immer mal wieder irgendwo übernachten, ganz spontan. Also prinzipiell kann man sagen, das Auslandssemester an sich war ein ganzes Highlight. Ja, ja Luca, du hast dein aufregendes Hobby Wirtschaftsingenieurwesen, verfolgst du sehr intensiv, hast aber zur Absicherung nochmal eine Karriere als Mountainbiker. Exakt, ja. So habe ich es mir überlegt. Man kann sich etwa ein Kreuzfahrtschiff vorstellen, das einen bestimmten Hafen zu einem bestimmten Zeitpunkt anlaufen soll. Der Controller hat dabei die Aufgabe, den Kapitän zu unterstützen, diesen Termin einzuhalten. Aber das war für mich schon ein Schritt, ja, so raus vom schönen Bodensee und jetzt ins Studium rein. Von dem her erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit zurück. Hey. Hi. What? Was macht ihr gerade? Du, wir bereiten uns vor auf die 8. Woche in Mathe. Wie ihr bereitet euch davor? Null ist nicht nix! Mögen Sie Bratwurst auch gerne? Egal ob vegan oder mit Fleisch? Spielt keine Rolle. In unserer Vorlesung ABWL werden wir uns anhand einer relativ einfachen Fallstudie, die genau hiermit zu tun hat. In den ersten Wochen bringen Sie Ihre eigene Geschäftsidee ein oder entwickeln eine zusammen mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Komm, wir lassen doch einfach mal einen Affe gegen professionelle Fondsmanager antreten. Wir sagen, die Fondsmanager stellen ein Portfolio aus Aktien zusammen, von denen sie denken, dass die super laufen werden. Und der Affe, der schmeißt einfach mal Dartpfeile. Eine neue Vision. 6.650 Quadratmeter und eine Vision. Wohnen im Tiny House. Eine smarte Hydroponikanlage entwickelt und einen Prototypen gebaut. Wir wollen zunächst dazu beitragen, dass die Studierenden wissen, es gibt einen Plan. Wir wollen und wir können unsere Welt verändern. Und dieser Plan ist die Agenda 2030 mit ihren
17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Das hier ist eins der 17 Ziele für Nachhaltigkeit. Hey, was geht? Krass, what are those? Hast du neue Schuhe oder was? Wasserstoff hat einen entscheidenden Vorteil. Die hohe Energiedichte erlaubt, Langstrecken für automobile Einsatzzwecke sicher umzusetzen. How a car will be built by you and how can the production be improved? Die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität. Also nicht zu früh, nicht zu spät, nicht zu viel, nicht zu wenig. Freie Getränke und Leckeres vom Grill. Black Forest is very nice. I like the scenery. This was our incoming student for this semester and don't forget to subscribe! Dann komm zu Just Media Publishing! Wenn unser Gehirn nämlich unter Druck und Stress die Luft rauslässt, dann ist es sehr anstrengend, uns selber und anderen zu helfen. Und wenn wir mit uns selber nicht zufrieden sind, dann können wir auch niemand anderem helfen. Und bevor ich mich bei euch verabschiede, möchte ich mich noch bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in meinen abwechslungsreichen Studienalltag geben konnte. Und dann kam uns die glorreiche Idee, Strafe. Ich bin